So, werte Guys und Geiserinnen, willkommen zu dem nächsten kleinen Unbox-Video. Ja, ich habe mal eine andere Location auch gewählt. Ich habe mir sogar behilfsmäßig mit Klebeband und der Webcam an meiner Schreibtischlampe, Aufnahmestation gebaut. Ne, man muss sich ja nur zu helfen wissen und es ist nicht mal Panzertape. Das muss man erstmal schaffen. Ja, wir haben zwei schöne Sachen. Wir haben auch zwei Sachen, die dasselbe sind und vor allem haben wir auch zwei Sachen, die relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen bekannt, aber über eine habe ich schon mal gesprochen. Und wir fangen einfach mal an, es geht um Tastaturen, die haben wir jetzt hier und natürlich muss ich da relativ schnell auch ein Unbox-Video raushauen, denn die brauche ich ja. Also Nummer 1 wäre dieses schöne Ding hier und mit Reflexion heute hier, Reflexion. EasyHub JK0100 von Sherry da unten, ne? Und ja, habe ich mir insoweit geholt, ist preislich eine relativ normale, ne? Wir sehen das bis auf dieses Handablagebrett mit extra Tasten haben wir hier keine großen Unterschiede, bis auf das hier oben. Und das ist das Wichtige, der USB-Slot nämlich. Das ist nämlich die, die ich mir bestellt habe fürs Studio. Gerade eben wegen diesem, den sehen wir hier auch richtig schön, integrierten USB-Slot. Und ja, das ist relativ wichtig, weil ich mich A, daran gewöhnt habe und B, finde ich es einfach kabelschonender, die nicht so komplett hinten in den PC reinstecken oder teilweise geht es ja auch vorne und dann, ne, und alles so ein Mist. Und weil im Studio halt die Strecken zu weit waren, habe ich mich entschieden, das extra für das Mikrofon dann USB-technisch zu holen. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie das Ding aufgeht. Und dann können wir uns auch mal angucken, ob das tatsächlich auch so einen Slot hat. Das wäre ja schön, wenn es den gar nicht hat. Ach ja, meine Lieblingsverpackungen. Oh, das kann dauern, Freunde. Da hätte ich mir mal eine Schere mitgebracht. Ah! Ja, für sowas braucht man eine schöne Unbox-Assistentin, ne? Bewerbungen bitte ans Postfach senden. Fingernägel müsste man haben, ne? Ah, das gibt's doch nicht. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, ne? Das ist jetzt behind the scenes hier. Wir machen es einfach mal wie ein Mann. Achtung. So. Ich möchte eigentlich ungern immer die Verpackungen kaputt machen, aber so ihr seht, was will man mit der Verpackung, ne? Haben wir hier auch einen? Ach, hier. Ach, an der Seite haben wir keinen. Ach, die Seite können wir einfach so aufmachen. Ja, das ist toll. Ja, gut. Hauptsache erstmal kaputt reißen, ne? So ist das. Als Technik-Fan, Freak, Nerd-Geek hat man ja keine Zeit hier. So, jetzt hier, das Schöne ist, jetzt kommt meine Mulle gerade hier noch lang, ne? Weil das ist ja aufregend. Vielleicht sieht man sie jetzt da gleich übers, jawohl, übers Panda-Mauspad laufen. Hallo. Möchtest du auch auspacken? Ach, du möchtest meine Assistentin sein. Ja, du bist aber ein Kerl, das toleriere ich nicht. Das müssen noch Frauen sein. Ja. Das Ding ist auch, bei meiner Katze ist es so, wenn irgendwas mit Klebeband ist, das liebt die. Weiß ich nicht, das will sie fressen, keine Ahnung was. So, und die Tastatur ist jetzt hier drin so. Ja, setz dich einfach hin, ist kein Problem. Gucken wir so lange Katzenhintern an, das ist doch ganz was Tolles. Ihr kriegt das Ding da nicht raus. Das gibt's doch nicht. Ich frage mich nur gerade, warum. Es kann sich ja nicht verkeilen. Dann würde es ja nicht in die Verpackung drin gepasst haben. Das gibt's doch nicht. Wir machen nochmal die andere Seite auf. Großes Minus an die Verpackung hier. Ihr kriegt eine neue Tastatur, ne? Und das Ding geht nicht auf, Freunde. Na, da würde ich aber im Kreis springen. Vielleicht müssen wir echt die obere Seite aufmachen. Ich friere mir ja gerade an der, an den Seiten rum und nicht in der Mitte sozusagen. Aber das ergibt für mich auch bloß keinen Sinn. So, jetzt haben wir beide Seiten auf. Ich probiere mal, zu der anderen Seite rauszuziehen. Aber nee, da haben wir so eine Blockadenteile. Gut, das heißt, wir machen es mit, ne, wir buffen uns mal kurz Stamina und dann ruppen wir das Ding mal auf hier jetzt. Ah, man hat auch einfach keine Schere zur Hand, ne? Das ist ja das Ding. Und der Witz ist, an diesen Klebeteilen, das kriegt man ja auch einfach nicht auf. Das gibt's doch nicht. Also sowas regt mich auch richtig auf. Ich überlege gerade, wo man das noch herkennt. Von eigentlich allen Techniksachen, ne? Überall ist so ein scheiß Klebeding draufgeklebt, was wirklich, was seinen Job wirklich gut macht, ne? Was seinen Job wirklich gut, meiner Meinung nach sogar zu gut macht. Und jetzt habe ich es aber. Jetzt habe ich den kleinen Verbrecher. So. Ja, toll. Und das Beste, ne? Das ist das Allerbeste. Das klebt zu gut. Hier, Achtung, Mullenbeispiel. So, schnüffeln schon mal übermäßig lang und jetzt wird versucht, dran rumzufressen. Ja, schön, ne? So, ja, das möchte man gerne auffressen, deswegen werfen wir das auch sofort weg. Sonst ist das nachher im Katzenbau. So, wir müssen noch ein anderes machen. Möchtest du es machen? Nö, ne? Das habe ich mir ja fast gedacht. So, jetzt kriegen wir das Ding aber hoffentlich zu einer Seite auf. Und wenn es einmal auf ist, ne, Physik. So, oh, das lässt sich ja wunderbar aufklappen. Guckt mal da. Ich bin ja begeistert. So, da haben wir das schöne Ding. Ah! Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, denn das ergibt so viel Sinn, dass wir die Scheißverpackung gleich mal wegschmeißen. Das ist natürlich auch was Schönes für die Katzen, ne? Und ja, da haben wir es, das schöne Teil. Nochmal extra verpackt für unsere Umweltfreunde, ne? Muss es ja auch geben. So, Tüte, zack.
Und da haben wir es, ja, wunderbar von der Tastengröße her. Ein bisschen größer als normal, würde ich sagen. Um einiges größer als normal. Guckt euch das mal an. Da würde ich behaupten, dass die Dinger um einiges größer als normal sind. Ne? Ja, der Mulle vergleicht das auch gerade mit meiner, die da hinten liegt. Hier unten, wie gesagt, schön Cherry-Symbol drauf. Verschiedene Tasten. Hör mal, das hier ist jetzt aber mein. Hallo. Wie war das nochmal mit Katzen respektieren? Keine Aufnahmeregelung. Das Ding ist, wo er jetzt draufsteht, ja. Das ist ja auch. Achso, er will jetzt zu dem Klebeding klettern, was ich weggeworfen habe. Ist auch gar nicht. Ja, schön hinter einem Bild. Hallo. Hallo. Miep. 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 Gehen Sie mal. Gehen Sie mal. Gehen Sie mal. Gehen Sie mal. Schlüsselsprung. Wunderbar. So, wir haben wieder Platz. Entschuldigung für die Bildstörung. Ja, relativ schönes Ding. Relativ große Tasten halt, ne? Also, wenn ihr schon über 80 seid, dann ist das auch ein schönes Ding. Hier oben haben wir den Port. Dachte ich, wo ist denn der? Ach, da droh, so rum, da ist er, ne? So rum wird ein Port draus. Und ja, relativ schönes Ding, ne? Für den Preis geht das auch. Habe ich von einem großen bekannten Online-Versandhaus. Und schönes Teil, kann man nicht meckern auf die Verpackung. Das war natürlich total für den Arsch. Also was, da werde ich aggressiv, Freunde. Das ist eine der wenigen Sachen, die mich aggressiv macht. Ansonsten hier, ne? Auch mit USB-Ports ist ja klar, wenn einer dran ist, dann braucht das Ding mindestens zwei. Eins für die Selbstversorgung, eins, um mir noch Strom für den Port zu gewährleisten. Und ja, das ist jetzt der Witz. Es hat zwei Ports und bietet dafür ein. Und jetzt kommen wir zum Kracher, nämlich meiner Gaming-Tastatur. Die hatte ich schon mal, Freunde. Das ist die SteelSeries mit Aufsatz. Und genauso wie bei der Cataclysm Gaming Maus habe ich mich auch hier wieder für dieselbe entschieden. Ist mittlerweile preislich auch wunderbar erhältlich. Wer da noch eine sucht, kann sich die gönnen. SteelSeries Shift Gaming Keyboard. Ne, wir sehen, das ist ein fettes Teil. Ein fettes Teil. Achtung, jetzt SteelSeries, eure Verpackung. Ich bin gespannt. Eigentlich ist SteelSeries an sich ja, ich weiß nicht, wie das mit Cherry aussieht, aber SteelSeries ist ja nun mal eine Tech-Marke. Ich würde sogar sagen, eine gute Gaming-Marke. Eine der besten vielleicht sogar, bevor ich in. Oh, guckt mal hier, Leute, ne? Wir klappen das Ding auf. Die Verpackung sieht wunderschön aus. Wer jetzt hier, weiß ich nicht, gibt es ja Verpackungen sammelt, ne? Der kann das hier ohne weiteres tun. Und, achso, guckt mal hier, ne? So viel dazu. Und hier unten haben wir diese Aufklappsets. Da gibt es dann eben, ist ganz einfach, ne? Da haben wir hier an der Seite so einen Schalter. Den klappen wir dann zur Seite. Oh, wurde gekratzt hier. Angriff, ne? Hilfe, verletzt im Unbox-Video. Und ja, da gibt es verschiedene Aufsätze. Über StarCraft 2, ich habe den WoW-Aufsatz. Da kann man sich dann eine Tastenbelegung machen wie Würfeln und Schreien und alles sowas. Ne? Also wer das braucht, kann da eine Menge dran rumspielen. Ich spiele lieber an anderen Sachen rum, deswegen habe ich mir den Aufsatz nicht nochmal dazu bestellt. Und ja, so viel zur Verpackung. Wir können mal gucken, da ist noch was drin. SteelSeries. Ah ja, das ist noch so eine extra Armlehne, ne? Schön mit SteelSeries Symbol drauf. Ich denke, dass es eine Armlehne ist, ne? Eine Armstütze ist das, denke ich mal, ne? Großes, schwarzes, plattes Leistenteil. Was haben wir hier noch? Da, achso, da hat das Ding drin gelegen. Und das war's, kein Sticker oder so, sonst ist er bei SteelSeries immer noch. Ach so, doch ja. Ich hab ihn schon beiseite geworfen. Dann gibt's ja gar nicht. Hier ist der nämlich. Da haben wir, ne? Betriebshandbuch, Sticker. Software-CD anscheinend nicht nötig. Ist bei einer Tastatur ja auch wirklich eigentlich nicht nötig. Und ja, hier haben wir das schöne Ding. Verpackung 9 von 10. Ne? Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob das meine Mulle war oder ob das die Verpackung war. Weil dann kann man ja keine 9 von 10 geben, ne? Das wäre ja frech. So, packen wir trotzdem aus. Weil so bin ich natürlich auch in meiner Zweitjob-Ausübung, wenn man es überhaupt so nennen kann, behindert und kann nicht aufnehmen, weil ich sonst natürlich verblute. Weil wenn ich rede, heizt das ja den Kreislauf an und dann wird mehr Blut transportiert und demnach auch mehr da ausgestoßen. Und das ist natürlich eine tödliche Verletzung. So, ja, das ist es, Freunde. Das werde ich mir gleich ranhauen. Wir sehen hervorragende Tastengröße, ne? Ganz, ganz toll. Ich habe ja verhältnismäßig große Patschen. Wusch, ne? Und da ist das wunderbar. Zack, 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 ne? Nice Ulti hier. Und ja, hier oben verschiedene Keys zum Belegen. Ne? Hier auch schön mit rotem Punkt für die Aufnahme. Ne? Hier an der Seite die Mute- und Vorspulsachen, wenn man gerade einen Film guckt. Glaube, seht ihr gar nicht wegen der Spiegelung richtig. Ne? So. Ansonsten ganz normal. Ne? Windows-Taste ist dabei. Zweimal hier Luxus, Freunde, Luxus. Und ja, hier oben dann verschiedene Leuchtelichter. Ne? Wir kennen das, das sind ganz normal Shifter. Das ist nichts groß Besonderes. Aber das Besondere ist. Das Besondere ist, ah, okay, ich habe nichts groß weiter gesagt, aber ebenfalls erstmal hier. Stecker, stell dich nicht so an. Wir haben ebenfalls zwei USB-Ports, ne? Und ebenfalls auch hier oben zwei USB-Ports plus, ne?
Stecker für Headset, wenn ihr kein USB-Headset habt. Ich habe ja das Logitech G35, das ist auch USB. Das heißt, ich stecke die Tastatur mit allem, was er hat, drin. Plopp, ne? Das sind dann quasi auch nochmal hier Audio und na, hier die Buchse für Hören, ne? Der Audio-Wiedergabe- und Aufnahmebuchse. So, da werden die drin gesteckt und die haben wir dann hier oben auch nochmal, falls man so ein 10-Euro-Headset hat mit den Teilen extra, ne? Und dann nochmal zwei USB-Ports, da laufen bei mir dann Headset und Maus wieder rein. Und ja, wir haben hier hinten Dinger zum Aufklappen nochmal, ne? Wer das Ding aufstehen will, der kann das aufstehen. Aufstellen will, der kann das ohne Bedenken tun. Kabel relativ lang, Kabel auch relativ dick, also da passiert so schnell auch nichts. Von daher ist die Series hier. Do not, was ist das hier? Do not remove, okay. Seht ihr gar nicht wegen dem Licht, ne? Ah, das ist ein Siegel hier vorne. Da steht Do not remove, okay, ne? Also direkt beantwortet für uns auch. Solange das okay ist, sollen wir es nicht removen. Und wenn doch, dann kommen sofort so ein paar Gastarbeiter und reparieren das. Ich wollte eigentlich Facharbeiter, nicht Gastarbeiter sagen. Warum kommen Gastarbeiter? Ist es ein Vorurteil, dass Gastarbeiter technisch geschult sind und Tastaturen reparieren können? Wäre mir neu, danke, hören. Und ja, das ist quasi die, die ich auch schon vorher hatte. Die hat auch sehr lange gehalten. Ich muss jetzt mal rechnen. Ja, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage, aber ich habe keine Erinnerung mehr wirklich dran. 3 Jahre mindestens. Ich würde sehr, sehr weit noch zurückgehen. Ich überlege gerade. 5 würde ich sagen. Über 5 würde ich jetzt sagen, so vom spontanen Erinnerungswert her. Ihr wisst, in Schätzen bin ich ganz, ganz schlecht. Aber richtig lange hat das Ding gehalten. Also das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wie gesagt, hier, das können wir jetzt nochmal kurz testen. Nicht, dass hier einer sagt, der zeigt gar nicht, wie man das aufklappt. Doch, bam. So, haben wir es rausgenommen, ne? Jetzt ist das Ding nackt. Jetzt darf ich zensieren, weil es ja sonst pervers wäre, ne? Es sind ja lauter kleine Nippel, da könnten sich Perverse dann aufgeilen. Und dann, ja, haben wir hier halt das Tastenbord. Und es ist auch sehr schön, falls da mal irgendwas reinläuft an Flüssigkeiten oder so, ne? Dann kann man das Ding ganz schnell wegmachen. Ganz schnell entfernen, ganz schnell aufklappen. Wie gesagt, das ist kein Akt, ne? So, wenn es jetzt genauso wieder reingeht, dann bin ich doch schon glücklich. So. Oh, das hakt schon. Oh-oh. Oh-oh, aber das ist mein Fehler, Leute. Da stelle ich mich jetzt zu dumm an und das Ding steht ja auch nicht gerade. Es steht ja auf irgendeinem Kabel. So, jetzt nochmal Anlauf 2 und ganz easy. Also, es ist eine Sache von Sekunden, ne? Das ist gar kein Ding. Ohne Warenheber wäre es eine Sache von Sekunden, das wissen wir. Ja, schöne Tastatur, ne? Habe ich mir mal gegönnt. Die eine ist, wie gesagt, für Studio. Da wollen wir demnächst anfangen und die andere ist jetzt hier für mich. Da habe ich hier aktuell so eine ganz normale, ne, HP, HP-Tastatur hier. Ausreichend, aber natürlich, ne, wenn wir ausreichend sein würden wollen, dann würden wir alle Hartz IV empfangen und morgens auf die Politik im beschmutzten Unterhemd schimpfen. Das wäre nämlich ausreichend für die humane Befriedigung. Aber ich würde sagen, das sind zwei schöne Dinger. Ich kann die soweit empfehlen. Wer genauere Empfehlungen haben will, ich werde natürlich im Let's Play dann ab und zu auch wieder drauf eingehen, aber die kann ich von Rezensionen und jetzt hier sehen, ne, zweifelsohne empfehlen. Wer da eine braucht, der kann sich die hart gönnen. Und wenn nicht, dann mache ich ein Widerrufvideo und dann gibt es da ordentlich auf den Kopf für die Firmen. Nein, natürlich nicht, aber ja, das sind eigentlich soweit Dinger, mit denen kann man gut arbeiten. Mit denen habe ich Erfahrung. Mit Cherry nicht so, mit Cherry nicht so, da habe ich nur einiges gehört. Aber das sieht doch soweit alles solide aus, ne? Lol. So, klasse. Ja, ich schließe die Dinger jetzt an. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, vielleicht konntet ihr wieder ein bisschen was mitnehmen, was lernen. Ne? Gleich das nächste Geburtstagsgeschenk für Mutti auf den Zettel geschrieben. Und ja, kriegen wir euch nochmal alle ins Bild hier fürs Gruppenfoto. Ne? Alle Beteiligten am Video, so hier. Hier. Ah ne, der Mulle kann nicht. Der Mulle muss auf Toilette, hier so. Und die beiden anderen Beteiligten mit Uhr. Ne? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Haut da rein und bis dann.